Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sprechen darf. Ich fange jetzt erstmal an, ganz kurz zu erklären, was eigentlich Agora Energiewende ist, wofür ich rede. Und der Direktor der Agora Verkehrswende sitzt ja auch noch da und wird sozusagen auch noch einen Teil zum Nachmittag beitragen. Und wir haben vereinbart, dass für ihn das dann kürzer wird. Also Agora Energiewende ist ein Think Tank, der jetzt fast exakt 5 Jahre alt ist. Und das ist insofern ein sehr, sehr privilegiertes Arbeiten dort, weil das zwei nicht ganz arme Stiftungen sind, die das finanzieren und man deshalb wirklich über die Zukunft der Energiewende nachdenken kann und keine Auftragsforschung machen muss. Das heißt, wir denken darüber nach, wie wir den nächsten und vor allem den über- und übernächsten Schritt der Energiewende hinkriegen können. Und immer dann, wenn wir mit unserem Wissen, inzwischen sind das 25 Leute, an Grenzen stoßen, dann sind auch noch genug Mittel da, um Spezialisten dazu zu befragen, die dann entsprechende Gutachten für uns machen. Aber wir machen nicht Gutachten für Dritte. Und das ist ein sehr privilegiertes Arbeiten und so wird es auch wahrgenommen. Sie sehen, inzwischen ist die Projektdauer verlängert worden um 5 Jahre. Am 1. April beginnt sozusagen die zweite Periode und insgesamt ist da relativ viel Geld da. Wir arbeiten inzwischen in 2 Teams, wobei das Auslandsteam, das am Anfang gar nicht vorhanden war, inzwischen das größere ist. Das liegt vor allem daran, dass Europa immer wichtiger wird bei der Energiewende, aber es liegt auch daran, dass das Interesse an der deutschen Energiewende auf der ganzen Welt immens groß ist. Und wir eigentlich täglich Anfragen kriegen aus aller Herren Länder, die von uns entweder die Energiewende erklärt haben möchten, die deutsche, und wie es funktioniert oder auch nicht funktioniert, oder selber etwas Ähnliches aufsetzen wollen in diesen Ländern. Und das führt dazu, dass dieser internationale Teil sehr schnell wächst. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, ich habe es schon angedeutet, wir machen eigene Studien, immer im Austausch auch mit denjenigen, die entweder selber Teil der Energiewende sind oder, und das sind ja fast alle, von der Energiewende so oder so betroffen sind. Das heißt auf Neudeutsch die sogenannten Stakeholder. Und dann gibt es einen Rat der Agora. Ich weiß gar nicht, ob das am Anfang so geplant war oder ob das eigentlich ein Gremium sein sollte, das im Wesentlichen diesen neuen Verein zieren sollte. Wenn das je so gedacht worden ist, dann ist es so nicht gekommen. Die arbeiten sehr intensiv inhaltlich und sind auch sehr prominent besetzt. Also der Vorsitzende unseres Rats ist Klaus Töpfer, gemeinsam mit unserem Chef Patrick Reichen. Und dann sind da aus der Bundes- und aus der Landespolitik Leute vertreten und eigentlich aus allen wesentlichen gesellschaftlichen Gruppen, die man da hat. Also von den Stadtwerken über die energieintensive Industrie bis hin zu den Netzbetreibern, zu den Gewerkschaften, zu den Umweltverbänden. Da ist nun Regine Günther noch drauf. Das bitte ich zu verzeihen. Die hat inzwischen eine andere Funktion. Und nicht mehr die beim WWF, sondern sie ist unsere Umwelt- und Verkehrssenatorin in Berlin geworden. Und da müssen wir uns jetzt was anders überlegen. Christian Hochfeld hat mir jetzt gesagt, sie sei jetzt bei Ihnen im Rat, in der Agora Verkehrswende. Das finden wir gut, weil sie hat immer konstruktiv und engagiert dort mitgearbeitet. So, das ist die letzte wirklich einfache Folie. Danach wird es etwas anstrengender für Sie. Ich glaube, die Gliederung ist das Einfachste. Ich sage etwas zu dem Titel meines Vortrags, zum Stand der Energiewende, zu den Perspektiven und wenn ich dann noch etwas Zeit habe, vielleicht auch noch zu einem Fazit, bin ich ganz sicher, ob das klappt. Ja, warum überhaupt Phase 2? Da kann man viele Antworten drauf geben. Eine Antwort wäre zum Beispiel eine naheliegende, die der Anteil der erneuerbaren Energien, der volatil ist, der in diesem System ist, hat inzwischen eine Größenordnung, dass das System sich diesen volatilen Energien anpassen muss. Bisher hat sozusagen das bestehende System die Erneuerbaren geschluckt, hat sozusagen den Ausgleich, den man haben muss bei volatilen Energien, locker weggesteckt und gemacht. Und jetzt kommen wir in eine Phase, in der sozusagen das System auf diese neuen tragenden Säulen des Energiesystems ausgerichtet werden muss. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit zu begründen, warum wir Phase 2 sagen. Ich habe mir 2 Dinge überlegt, die ich hier sagen möchte. Und der eine Grund wegen der Ökonomie. Die Schlüsseltechnologien der Energiewende, das sind im Wesentlichen Wind und Sonne und das sind zunehmend auch Batteriespeicher, werden einfach wettbewerbsfähig gegenüber den alten Energien.
Wenn Sie sich das hier mal anschauen, das ist sozusagen, diese Säulen sind ein Maß für die Kosten, die die Produktion einer Kilowattstunde Strom kosten. Und da sehen Sie, der linke Balken, das ist zum Beispiel das neu zu errichtende Atomkraftwerk in Großbritannien, Hinkley Point. Daneben sehen Sie die Solarenergie. Der melierte Streifen ist immer sozusagen die Bandbreite. Und Sie sehen, dass die Photovoltaik und auch die Windenergie inzwischen deutlich günstiger sind als die Atomenergie oder auch als relativ CO2-arme fossile Energien, wenn man also beispielsweise Kohlekraftwerke mit CCS betreiben würde. Und es führt einfach dazu, dass diese Energien nicht mehr nur politisch sozusagen getrieben sind, sondern auch ökonomisch getrieben, und zwar in immer mehr Ländern der Erde, vor allem da natürlich, wo der Wind gut weht und die Sonne viel scheint. Und wenn man sich das mal anguckt, was im vergangenen Jahr an Projekten, die per Ausschreibung entschieden worden ist, dann kommt man auf eine solche Weltkarte. Da haben wir einfach mal die Berichterstattung ausgewertet über die Gebote, die niedrigsten Gebote, die man so gefunden hat, für Offshore-Wind, also für Wind auf dem Meer, für Onshore-Wind und für Solar. Und alle, die vertraut sind mit den Erzeugungskosten von konventionellen Kraftwerken, sehen, dass das weit, weit unter denen ist. Und wir sind ja am Anfang einer Entwicklung und nicht am Ende einer Entwicklung. Wir haben selber Studien gemacht darüber, wie sich die Kostenentwicklung weitergestalten wird bei der Photovoltaik und auch beim Wind. Und das geht eben immer noch weiter runter. Und die Photovoltaik wird mit großer Sicherheit aus dem heutigen Wissen heraus mit großer Sicherheit weltweit die günstigste Form der Stromerzeugung. Und deshalb haben wir die Diskussion über die Sektorenkopplung, da komme ich später noch drauf. Und auch dieses ist irgendwie auch vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir heute Morgen geführt haben, eine interessante Grafik. Das zeigt nämlich, wie viel Kapazität jedes Jahr weltweit Stromkapazität hinzugebaut worden ist, prozentual. Auf der einen Seite die fossilen, die um die Jahrtausendwende irgendwie 4/5 waren. Auf der anderen Seite die erneuerbaren Energien und wie sich das in den letzten Jahren verändert hat und dass es da einen Überschneidungspunkt gibt. Und dieses ist eben keine deutsche Veranstaltung mehr, sondern eine weltweite Bewegung und eine weltweite Bewegung hin zu einem neuen Energiesystem. Das ist der erste Grund für Phase 2. Beim zweiten Grund bin ich Frau Wenz sehr dankbar, weil sie hat im Grunde die Langfassung dessen gemacht, was ich jetzt machen wollte. Der zweite Grund ist die Physik. Wir haben den Klimawandel, er ist weltweit existent und es ist eines absolut sicher, er geht nicht mehr. Es gibt bei denen, die skeptisch sind gegenüber der Energiewende, nicht gegenüber dem Klimawandel, gegenüber der Energiewende, immer noch die Hoffnung, diese Diskussion verläuft sich irgendwie im Sande. Und es gibt die Vorstellung, für uns, für die fossile Wirtschaft, kann es ein Fukushima nicht geben. Das ist ein gewaltiger Irrtum. Niemand kann sich das wünschen, aber natürlich würde es eine große Bedeutung haben, wenn wir jetzt noch einmal Katrina bekämen. Das ist der Hurrikan, der seinerzeit New Orleans überschwemmt hat. Die Amerikaner haben damals gesagt, wir bauen die Dämme höher. Und wenn es dann nochmal überschwemmt wird, geben wir New Orleans auf. Das wäre Fukushima und es sind leider viele Fukushimas denkbar, die kommen können. Und hier auf dieser Grafik sehen Sie exakt das, was Frau Wenz im Einzelnen erklärt hat, wie sich die Naturkatastrophen, also abgesehen von Erdbeben und so weiter, die sind da nicht drin, sondern die meteorologischen Naturkatastrophen entwickelt haben in den vergangenen Jahrzehnten. Und die an solchen Statistiken das größte Interesse haben, sind die Rückversicherer. Das sind die Versicherungen, die Versicherungen versichern. Und die gucken sehr, sehr genau hin, was da passiert. Und deshalb haben die auch die besten Daten. Und wie nah die Idee war, der Punkt, weshalb ich dieses thematisieren wollte, ohne zu wissen, dass es vorher einen Vortrag dazu gibt, ist der, dass wir viel zu technokratisch inzwischen über diese Energiewende diskutieren. Da sind wir als ein Think Tank, der dafür gegründet wurde, um darüber nachzudenken, wie man sie vollführt, eigentlich eher Teil des Problems als Teil der Lösung, weil wir genau im Maschinenraum der Energiewende rumwerkeln
und immer Gefahr laufen, dass wir das große Ganze vergessen und dass wir auch annehmen, wir müssten es nicht mehr erklären. Aber wir müssen es immer und immer wieder erklären. Das sieht man daran. Selbst amerikanischen Präsidenten kann man es offenbar nicht oft genug erklären. Und deshalb ist das jetzt ein Standardbestandteil in meinen Vorträgen, dass ich nochmal daran erinnere, warum machen wir den ganzen Zinnober? So, jetzt kommt Bread and Butter. Diese drei Säulen zeigen sozusagen den Ausgangspunkt, als wir angefangen haben mit der Energiewende. Das war nicht vor 7 Jahren. Also ich mache das seit 35 Jahren. Da war der Strommix, so wie er in der linken Säule dargestellt ist. Dann haben wir eine Momentaufnahme, bis wohin wir heute gekommen sind. Und dann sehen Sie rechts, wo es hinlaufen sollte. Das stimmt in den Details nicht mehr. Da haben wir inzwischen eine etwas andere Vorstellung, wo wahrscheinlich Gas eine etwas kleinere Rolle spielt. Dann sehen Sie die Ziele, die Sie wahrscheinlich alle kennen, die mit der Energiewende verbunden sind. Das muss ich nicht nochmal erklären. Ich glaube, die Kernenergie ist tatsächlich erledigt. Ich glaube nicht, dass nochmal jemand ernsthaft den Versuch unternehmen wird, dieses nochmal rückgängig zu machen in unserem Land. Übrigens nicht nur, weil in diesem Land kein Blumentopf damit zu gewinnen ist für die Politik, sondern auch aus den ökonomischen Gründen, die ich genannt habe. Das ist der zentrale Punkt. Und dass immer noch woanders Atomkraftwerke gebaut werden, hat ganz, ganz andere Gründe, jedenfalls keine ökonomischen. Diese Entwicklung kennen Sie auch. Die sieht übrigens exakt so aus, wie vorhin die Entwicklung gesehen haben in Sachsen. Nur leider ist die Achse nach oben hier eine andere. Wir haben tatsächlich einen massiven Ausbau und 191,3 Terawattstunden Strom, das ist deutlich mehr als Schweden insgesamt verbraucht, also eine anständige Nation. Und dass es im vergangenen Jahr weniger war, ist eigentlich eine anständige Industrienation, dass es im vergangenen Jahr weniger steil aufwärts gegangen ist als in dem Jahr davor. Das hat uns sozusagen einen Hinweis gegeben. Wir müssen bei dem neuen Energiesystem immer mit schwachen und schlechten Wind- und Sonnenjahren rechnen. Das ist selbstverständlich. Die müssen wir natürlich ertragen in dem neuen System. Und letztes Jahr war ein schlechtes und vorletztes Jahr war ein wunderbares. Wolfgang Daniels weiß das, wo wir 50% mehr Windenergie in einem Jahr hatten. Aber auch, weil wir einen guten Ausbau hatten. Aber nicht vor allem, sondern vor allem, weil wir einen guten Wind hatten in dem Jahr. Das ist im Grunde etwas Ähnliches. Wir machen jedes Jahr so eine Auswertung und man hat eben gesehen, trotz eines einigermaßen guten Zubaus hat es im vergangenen Jahr kaum einen Anstieg bei den Erneuerbaren gegeben. Und wenn man sich das sozusagen im Detail nochmal anguckt, dann sieht man Kernkraft, da ist Grafenrheinfeld vom Netz gegangen, deshalb hat man da einen Verlust. Aber man sieht auch, dass die Braunkohle vor allem aber auch die Steinkohle verloren hat und wieder erwarten, dass Gas allerdings von niedrigstem Niveau plötzlich wieder etwas mehr im Geschäft ist und etwas besser im Geschäft ist. Auch der Export hat nochmal zugenommen. Warum ist das passiert zwischen Gas und Kohle, diese Änderung? Das sieht man an diesem Bild. Da sind aufgetragen die Grenzkosten, also die Kosten, eine Kilowattstunde zu produzieren, wenn das Kraftwerk fertig ist und da steht und auch abgeschrieben ist. Und da sieht man, dass Gas in den letzten Jahren seit 2011 immer viel teurer war als die Steinkohle. Und im letzten Jahr haben sich diese Kurven fast wieder geschnitten und deshalb haben wir sofort diesen Effekt. Also man kann sagen, dieser Teil des Strommarktes funktioniert in gewisser Weise. Aber was eben auch immer noch uns belastet, ist die Tatsache, dass wir zwar sehr gut unsere erneuerbaren Energien ausbauen, aber gleichzeitig auch immer mehr Strom exportieren ins Ausland, weil man in dem jetzigen System mit einem Emissionshandelssystem, das nicht lenkt, wie es lenken soll, den Kohlestrom immer noch so günstig produzieren kann, dass er im Ausland gut abgesetzt werden kann. Und deshalb versenden wir inzwischen fast jede 10. Kilowattstunde, die wir hier produzieren, ins Ausland. Und natürlich werden die CO2-Emissionen, die dabei entstehen, nicht denen zugerechnet, die den Strom verbrauchen, sondern uns. Und deshalb kommen wir beim Klimaschutz nicht voran und das ist brandgefährlich, weil wenn die ökologischen Versprechen der Energiewende nicht funktionieren und nicht eingehalten werden, dann kriegen wir ein Problem mit der Akzeptanz. So, jetzt haben wir inzwischen gemerkt, dass das im Stromsektor ganz gut funktioniert mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und dass das auch weitergeht und eigentlich die Entwicklung auch positiv
ist insofern, als die erneuerbaren Energien immer günstiger werden. Wir haben aber gleichzeitig auch festgestellt, dass wir in den anderen beiden Sektoren, in den Verbrauchssektoren der Wärme und der Mobilität nicht richtig vorankommen. Deshalb ist die Überlegung naheliegend, dass wir auch dort versuchen, mit dem erneuerbaren Strom, den wir günstig herstellen können, weiterzukommen. Deshalb haben wir die Diskussion über die Sektorkopplung. Das sind nun die langfristigen Ziele beim Klimaschutz, die wir uns gegeben haben, übrigens schon vor Paris, bis 2020 -40%. Wenn man sich dieses Endteil der realen Emissionsentwicklung anguckt und die beiden gestrichelten Linien, dann sieht man, wie schwierig es wird, diese 40% noch zu erreichen bis 2020 und dass es auch weiterhin schwierig wird. Es ist nicht so, als wenn es dann erledigt wäre, sondern es geht immer weiter. Und diejenigen, die eher vorsichtig waren bei der Energiewende, haben diese Spanne zwischen 80% und 95% im Jahr 2050 immer so interpretiert, das sei eigentlich klar, dass das 80% sind. Jedenfalls für Sie, für den jeweiligen Sektor. Für uns ist es 80%, wenn es denn irgendwo mehr sein muss, dann sollen das die anderen Sektoren machen. Das war eigentlich die stillschweigende Übereinkunft und jeder hat das so gehandhabt. Und das ging so lange gut, bis Paris kam. Und Paris hat zwar noch keine konsequenten Folgen für die deutsche Politik gehabt, insofern, als man gesagt hat, nach Paris müssen wir unsere Ziele so und so verändern. Aber ich glaube, einen Satz kann ich sagen, den habe ich abgestimmt mit meinem Direktor. Ich glaube, ich kann den Satz sagen, weniger ambitioniert kann unsere Klimapolitik nicht werden wegen Paris. Man kann nicht in Paris unterschreiben, vor den Kameras weinen und in Berlin nichts tun. Und spätestens da ist klar geworden, Deutschland kann nicht Energiewendeland sein und Kohleland bleiben. Ich glaube, das ist ein zentraler Satz, den sich jeder merken muss. So, aber eröffnet worden ist dann eben die Debatte über die Sektoren. Was muss jeder einzelne Sektor schaffen? Und in dem Klimaschutzplan, der im November verabschiedet worden ist, mit Hängen und Würgen vor der Klimakonferenz in Marrakesch, ist das der zentrale Punkt und der zentrale Fortschritt, dass es eine Tabelle gibt, in der drin steht, was jeder Sektor machen muss. Und wenn man sich das anguckt, wie weit sind die verschiedenen Sektoren, das ist jetzt nicht exakt der Klimaschutzplan. Das sind Dinge, die wir uns vorher mal überlegt haben und die Anpassungen, die da nötig werden, sind, würden Sie optisch nicht sehen. Aber es geht darum, ums Prinzip, wie weit sind die verschiedenen Sektoren. Und Sie sehen, die Energiewirtschaft hatte am Anfang eine wunderbare Situation aus der Sicht des Klimaschutzes, und zwar nur aus der Sicht des Klimaschutzes. Das war nämlich der Zusammenbruch der Kraftwerkswirtschaft und der Wirtschaft insgesamt hier in Ostdeutschland. Und da sehen Sie, waren Sie weit unterhalb dessen, was Sie hätten machen müssen. Aber Sie sehen auch, dass eigentlich seit der Jahrtausendwende relativ wenig passiert, obwohl wir den Ausbau der erneuerbaren Energien haben. Da leiden wir natürlich darunter, dass wir so viel Strom exportieren und wir leiden in Anführungsstrichen auch darunter, dass wir immer weniger Atomstrom haben. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Das hat sozusagen den Klimaschutz nicht leichter gemacht, dass wir das auch noch uns aufgebürdet haben. Aber wir haben ja gute Gründe dafür. Die Industrie sieht auch relativ gut aus, jedenfalls auf den ersten Blick. Wobei, wenn Sie genau hinschauen, ist die Gerade, die dort reingelegt worden ist, nicht ganz so steil wie die andere. Das hängt damit zusammen, dass die Energiewirtschaft sozusagen Strom macht. Da geht man von denselben Reduktionszielen aus, aber die hat auch Prozesse, Industrieprozesse, die sozusagen naturgesetzlich Treibhausgase produzieren. Und da ist es sehr viel schwieriger, entsprechende Reduktionen hinzukriegen. Deshalb ist das Ziel etwas schwächer bei der Industrie. Und Sie sehen auch, wenn Sie genau hinschauen, dass in den letzten Jahren da auch nicht mehr viel passiert ist in der Industrie, sondern diese lilane Kurve wird immer horizontaler. Und man sieht, dass ohne Tun auch da man schnell sozusagen über der Kurve ist. Die Haushalte liegen einigermaßen im Soll. Ich werde zu lang, wenn ich das jetzt erkläre, dass es auch nicht ganz so schön ist, wie es da aussieht. Und dann kommt der Bereich von meinem Kollegen Christian Hochfeld. Und damit kann der sich dann hinterher befassen. Also da sieht man daran, dass wir unter zwei schweren Aufgaben wahrscheinlich die leichtere haben in der Agora-Energiewende im Vergleich zur Agora-Verkehrswende.
Im vergangenen Jahr, im Jahr 2016, ist es sogar wieder angestiegen. Dann gibt es noch den Sektor Landwirtschaft. Auch das ist ein schwieriger Sektor, weil da vieles sozusagen naturgesetzlich stattfindet. Auch deshalb ist diese Kurve auch etwas weniger steil. Und man geht davon aus, dass man am Ende irgendwie bei 60% im Jahr 2050 landet. So, das sind die Sektorziele im Klimaschutzplan der Bundesregierung. Die müssen die Zahlen nicht alle anschauen. Die erste Spalte ist das, was der Ausgangspunkt 1990 gewesen ist. Die zweite Spalte ist in etwa sozusagen die Momentaufnahme, die wir jetzt haben, etwas verändert, weil es ist 2014. Und danach kommt sozusagen die Minderung in Form von Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten und in Form von Prozenten. Und Sie sehen, wenn Sie sich die Energiewirtschaft angucken, also das ist im Wesentlichen der Strom, nicht genau, aber im Wesentlichen der Strom, brauchen wir bis 2030 eine Reduktion von 358 Millionen Tonnen auf 175 bis 183. Das ist eine Halbierung bis 2030. Das ist nicht etwas, was ganz von allein passiert. Und im Verkehrssektor, wie gesagt, zwischen 1990 und 2016 hatten wir 3 Millionen Tonnen mehr, glaube ich. Und bis 2030 soll es immerhin eine Reduktion um 42 bis 40% geben. Also insgesamt ist das immer noch das Ziel, was auch vor Paris gegolten hat, nämlich bis 2030 insgesamt für das nationale Budget der Treibhausgase eine Reduktion von 55%. Das steht unten rechts. Wenn man das optisch versucht, mal darzustellen, dann sieht das in etwa so aus. Eigentlich soll dieses Bild nur sagen, es glaube keiner, er müsse nichts tun. Und warum es da zwei Grafiken gibt, erkläre ich jetzt nicht, weil ich sonst mit der Zeit nicht klarkomme. Jetzt habe ich mir überlegt, man muss auch mal etwas leichtere Grafiken machen. Weil wenn man die Flughöhe nur genügend hoch macht, dann ist das, was wir machen müssen, nicht so komplex wie in den Details. Wir müssen nämlich dreierlei machen. Wir müssen effizienter werden. Wir müssen die Erneuerbaren ausbauen und wir müssen weniger fossile Brennstoffe verbrennen. Das ist das A und O. Wenn wir das alles drei hinkriegen, dann wird die Energiewende gelingen. Es ist nur nicht so einfach. Effizienz. Es gibt ja erneuerbaren Freaks, die denken, naja, wenn man sozusagen die Globalstrahlung vom Himmel nimmt, dann haben wir eigentlich Energie im Überfluss. Wir haben unendlich viel Energie. Gibt es eine Agentur, die so gegründet wurde. Ich war sehr dafür, dass man das so nannte. Ich fand, das war ein schöner Slogan, aber er war nicht wahr. Sondern auch in Zukunft werden wir nicht unendlich viel Energie haben und das System wird tatsächlich deutlich günstiger. Der Spruch ist so abgedroschen, dass man sich ihn kaum zu trauen sagt, aber die eingesparte Kilowattstunde ist in der Tat die billigste und das ist eine Wahrheit und nicht nur ein Spruch. Das Problem in Deutschland ist nur, dass der immer am Sonntag gesagt wird und am Montag wird das Gegenteil getan. Das ist das Problem im Land bisher. In Zukunft ist das mit der Effizienz nicht mehr ganz so einfach, weil wir brauchen nicht nur Effizienz, sondern wir brauchen auch Flexibilität. Und wenn Sie zum Beispiel einen Industrieprozess flexibel fahren wollen, das heißt nicht 24 Stunden am Tag immer gleich, 24 Stunden am Tag immer gleich, sagen uns die Leute, die davon mehr verstehen, ist in der Regel die effizienteste Methode, wenn sie nicht rauf und runter fahren. Wir brauchen aber in Zukunft die Reaktion der Industrieprozesse auf das Dargebot von Energie. Das heißt, wir werden in Zukunft immer entweder zu viel oder zu wenig haben. Wir werden fast nie so viel Energie haben, wie wir brauchen. Und wenn wir zu viel haben, kostet die Energie oder der Strom auch mal nichts. Und Industrieunternehmen, die dazu in der Lage sind, dann zu produzieren, volle Pulle, stehen natürlich gut da. Und die, die das nicht können, stehen schlechter. Und das müssen wir herauskitzeln. Und das ist etwas ziemlich Kompliziertes. Und am Ende kommt eben nicht das Optimum der Effizienz raus, sondern ein doppeltes Optimum zwischen Effizienz und Flexibilität. Und ein schlauer Mensch bei uns hat das Flexificiency genannt und wir haben alle 25 ein Vierteljahr geübt, bevor wir es ohne Stottern aussprechen konnten. Das sprach eigentlich dagegen, dass das ein gutes Wort ist. So, zweiter Punkt, Ausbau der erneuerbaren Energien. Sie kennen die Ziele der Bundesregierung. Bis 2025 40-45%, bis 2035 55+60%.
Wir werden das 2025-Ziel gut erreichen. Das traue ich mich jetzt mal ungeschützt hier zu sagen. Ich weiß nicht, Sie werden das besser wissen als ich, aber wir haben durch die Umstellung auf Ausschreibung haben wir jetzt im Moment 8.900 Megawatt genehmigte Windenergieanlagen in der Pipe. Und davon 400 wollen in die Ausschreibung. Alle anderen wollen nach dem alten System finanziert werden. Die werden größtenteils in diesem Jahr gebaut. Und ich freue mich schon auf die Debatte, die wir im Wahlkampf im Herbst haben darüber. Da müssen wir darauf vorbereitet sein. Das ist absolut wichtig. Deshalb werden wir aber, obwohl trotz der Misere bei der Photovoltaik, wo wir kaum noch 1.000 Megawatt pro Jahr bekommen, im nächsten Jahr vielleicht wieder etwas mehr, werden wir dieses 25er-Ziel leicht erreichen. Bei 35 ist es unsicherer, beziehungsweise eigentlich können wir das 35er-Ziel nur erreichen, wenn wir sehr große Erfolge haben bei der Effizienz und wenn wir auf die Sektorkopplung verzichten, beziehungsweise da nicht in die Gänge kommen. Sobald wir bei der Effizienz nicht so gut sind, und in der Vergangenheit waren wir nicht gut, und sobald wir Erfolge haben bei der Sektorenkopplung, dann müssen wir nämlich mehr Strom produzieren, erneuerbaren, dann werden wir das nicht erreichen und dann werden wir mit den 2.500 Megawatt netto für beide Technologien nicht mehr hinkommen, sondern das wird sehr viel höher werden, das ist jetzt mit dem Direktor nicht abgestimmt. Ich glaube, dass wir bei beiden irgendwann demnächst 4,5 Gigawatt brauchen pro Jahr. Da ist das vielleicht nochmal dargestellt, etwas schematisch. Nehmen Sie es auch schematisch. Die Zahlen, die dahinterlegt sind, sind noch nicht korrekt, aber die kommen demnächst. Sie sehen auf der linken Seite also sozusagen das Ziel, was wir erreichen wollen beim Klimaschutz bis 2030. Das ist sozusagen der rechte hellblaue Balken. Und der linke ist da, wo wir stehen. Und dann haben wir die sozusagen unsere Methoden, die wir haben, die ich genannt habe. Effizienz, Ausbau Erneuerbare und weniger Verbrennen von Fossilen, beziehungsweise der Fuel-Switch von Kohle zu Gas. Wenn wir das Ganze mit Sektorkopplung machen wollen, dann brauchen wir mehr erneuerbaren Strom. Weil wir können den Strom für die Sektorkopplung nicht in Braunkohlekraftwerken machen, dann haben wir nichts gewonnen. Und das ist dieser graue Kasten, der neben dem Balken ist, den wir dann mehr Strom produzieren. Und dann sehen Sie, alle anderen Dinge, die wir tun müssen, müssen wir dann mehr machen. Das heißt, da müssen wir eine größere Anstrengung machen. Man kann im Moment, so wie das System gestrickt ist, das ist für diesen Fall nicht vorbereitet gewesen. Da kann man erstmal keinen Vorwurf machen. Aber man kann nicht sehr optimistisch sein, dass es funktioniert. Und das liegt vor allem daran, dass der Strom, ich hole jetzt ein bisschen Luft, weil die nächste Grafik wird eine Zumutung, dass der Strom hochbelastet ist mit staatlich veranlassten Strombestandteilen. Die sind alle vernünftig. Das ist die EEG-Umlage, das sind die Netzentgelte. Ob sie in dieser Form vernünftig sind, war heute schon Thema. Ich finde nicht. Man muss das bundesweit wälzen. Und das sind viele andere Abgaben. Und genau diese Energieform, nämlich den Strom, möchten wir ausweiten auf andere Bereiche. Und diese anderen Bereiche sind viel, viel weniger belastet mit solchen staatlich veranlassten Preisbestandteilen. Und das kann nicht funktionieren, weil dann der Strom immer teurer wird und es immer unwahrscheinlicher ist, dass man mit Strom heizt oder mit Strom Mobilität gewinnt. Sie sind die Ersten, die die Grafik öffentlich sehen. Nehmen Sie rechts und links die Balken erstmal weg und schauen Sie sich nur den Kreis an, dann ist alles, was lila ist, ist nicht Produktion oder Vertrieb oder Margen von den Unternehmen, sondern das ist EEG-Umlage, sind Netze, sind Steuern, Stromsteuer. Und nur das Blaue ist sozusagen das, was der Strom kostet ohne die Infrastruktur und ohne die Finanzierungsbedürfnisse des Staates, die auch berechtigt sind. Und wenn man das vergleicht und insgesamt sozusagen kostet, wenn wir alle Stromrechnungen zusammenzählen, nämlich die der Industrie und die wir, Sie und ich, zahlen, dann sind wir bei 91 Milliarden Euro gewesen im vergangenen Jahr und davon waren über 50 Milliarden diese staatlich induzierten oder veranlassten Preisbestandteile. So, und jetzt kommt die nächste Grafik. Wie teilt sich das auf zwischen Strom und anderen, die wir ersetzen wollen? Und da sehen Sie den linken Balken, das ist der Strombalken. Und dann sehen Sie Dieselkraftstoff, da haben wir
Da haben wir nur, das muss man der Fairness halber dazu sagen, wir haben beim Dieselkraftstoff nicht die Steuerbestandteile genommen, mit denen zum Beispiel Helmut Kohl die Deutsche Einheit finanziert hat. Der hat ja immer nach der Wahl einmal kräftig aus der Pulle den Shitstorm durchgestanden und nach 4 Jahren war es wieder vergessen. Das war richtig clever, das war richtig schlau und der hat das so gemacht. Aber das, was Ökosteuer ist, was sozusagen Ökobestandteile sind, das ist hier drauf und Sie sehen es, wie es beim Diesel funktioniert, wie es beim Otto-Kraftwerk funktioniert, wie viel das beim Erdgas ausmacht und wie viel das bei Heizöl ausmacht. Und natürlich werden wir dieses Umlagen- und Abgabensystem, das Steuersystem, das Netzentgeltesystem verändern müssen, wenn wir die Sektorenkopplung hinbekommen wollen. Sie stehen schon auf, oh, das ist bitter. Aber dann kürze ich das sehr ab. Aber ich kann natürlich nicht hier aufhören, bevor wir nicht darüber geredet haben, was wir tatsächlich machen müssen. Wir müssen aus der Kohle aussteigen. Und es ist eigentlich nur die Frage, ob sich die davon betroffenen Länder daran beteiligen oder ob es über ihre Köpfe hinweg gemacht wird. Und ich habe mich heute Morgen, muss ich ehrlich sagen, wirklich gewundert, also es ist jetzt wirklich ernsthaft gewundert, dass die große Regierungspartei bei dieser Veranstaltung hier nicht vorhanden ist. Weil da entscheiden sich ökonomische Chancen für dieses Land. Und wenn ich von Berlin aus an die deutschen Bundesländer denke, dann denke ich immer, wenn ich an Bayern und Baden-Württemberg denke, dann denke ich auch an Sachsen. Dann denke ich immer, Sachsen ist doch das in Ostdeutschland, das so werden will wie Baden-Württemberg und Bayern. Ja, und die Hauptregierungspartei denkt, dass sie so eine Veranstaltung schwänzen kann. Das ist mir wirklich ein Rätsel. Ich will mich ja hier überhaupt nicht einmischen. Aber schauen Sie sich die erste Grafik an, die ich gezeigt habe zur weltweiten Entwicklung. Wie viele konventionelle Kraftwerke werden gebaut, wie viele erneuerbare werden gebaut. Und da sagt ein Land wie Sachsen, oh, nicht mit uns. Das ist mir völlig schleierhaft. Ich weiß, dass ich hier das falsche Publikum habe, das ist mir schon bekannt. Aber... Wenn wir die heute genehmigten Braunkohletagebaue in Ost und West nehmen, dann kann, wenn man die nationalen deutschen Klimaschutzziele ernst nimmt, nur noch die Hälfte von dem, was genehmigt ist, verbrannt werden. Das ist ein Dreisatz. Das haben wir auch mal ausführlich dargelegt. Und deshalb müssen die Landesregierungen alle in Nordrhein-Westfalen, in Brandenburg, in Sachsen, ein bisschen auch in Sachsen-Anhalt, die haben auch schon, denen muss klar sein, dass sie entweder von ihrer derzeit verfolgten Politik in dieser Hinsicht abgehen müssen oder sie müssen die Klimaschutzziele auf nationaler Ebene bekämpfen, bis aufs Messer. Anders geht es nicht nach Adam Riese. Und das muss, glaube ich, mal klarer gesagt werden, als es üblicherweise in der Politik gesagt wird. Und vielleicht noch eins, wir beobachten ja das, was in Berlin passiert, relativ genau. Und meine Prognose ist, und weil heute Morgen irgendwie eine schlechte Stimmung herrschte hier, möchte ich das mal gesagt haben. Ich bin sehr, sehr sicher, dass in der nächsten Legislaturperiode eine Vereinbarung getroffen wird über den langfristigen Ausstieg aus der Kohle in Deutschland. Ich weiß noch nicht, ob diese Vereinbarung gut wird. Ich weiß noch nicht, wie teuer sie für uns wird. Es gibt viele, die daran arbeiten, dass sie für uns sehr, sehr teuer wird. Das muss man möglicherweise ertragen oder es verhindern. Aber dass es eine Vereinbarung geben wird, davon bin ich überzeugt. Und vielleicht noch eine Geschichte zum Strukturwandel. Damit habe ich auch angefangen, mich intensiv zu befassen. Da wird immer gesagt, wir wollen keine Strukturbrüche. Da gibt es niemand in Deutschland, der sagt, nee, aber wir wollen Strukturbrüche. Haben Sie schon mal jemanden gehört? Also ich jedenfalls nicht. Sondern natürlich muss das Ziel sein, keine Strukturbrüche zu machen. Im Gegenteil, der Strukturwandel, der jetzt bevorsteht, muss besser sein als der Strukturwandel, den wir jemals hatten in diesem Land. Wenn wir ein System, ein Energiesystem für das 21. Jahrhundert haben, dann brauchen wir auch einen Strukturwandel für das 21. Jahrhundert. Aber was uns da empfohlen wird, ist doch, wir machen so noch weiter bis 2040 und dann machen wir so. Und da frage ich mich, wo ist der Strukturbruch? Da
oder wenn wir es so machen. Ja, das wird kommen und ich glaube, dass viel politisch taktiert wird und natürlich wird am Ende der Versuch unternommen, sozusagen das, was nicht funktioniert, dann der anderen politischen Ebene in die Schuhe zu schieben oder denjenigen, die die Energiewende vorantreiben. So, ich glaube, ich höre auf. Ich sage nur noch mal, was ich alles weggelassen habe. Christian Hochfeld hat es mir prophezeit, was jetzt passiert. Es gibt eine Reihe anderer Handlungsfelder, die ich jetzt noch nicht benannt habe, einen ganzen Haufen. Und Sie können das gerne vielleicht noch mal auf unseren Seiten sich angucken. Und es wird auch, ich sage mal, kurz nach Ostern wird es eine Veröffentlichung geben, wo das alles im Detail beschrieben worden ist. Aber jetzt höre ich einfach erstmal auf.